Das Spiel, es geht schon mal später los. Vermummte Dynamo-Fans auf dem Dach des Gästeblocks lassen mit der Choreo-Vorbereitung die Teams zunächst in den Katakomben. Dynamos Co-Trainer Florian Jung und Heiko Scholz checken die Lage. Klare Ansage dann von Schiri Brandt. Leute auf dem Dach, kein Anpfiff. Ein großes Dynamo-Banner erstreckt sich dann nach unten. Die Gestalten sind vom Dach runter. Mit 13 Minuten Verspätung kommen die Teams dann endlich raus auf den Rasen. Ronny Thielemann, 4 neue in der Startelf im Vergleich zum 3-1 gegen Mannheim. Brinkis natürlich der Kapitän im Tor. Davor Frick und Löwansröben. So viel Erfahrung in der Dreierkette. Schneider mit Jansen im defensiven Mittelfeld. Und links Koskun. Koskun, Schneider, Frick, Löwansröben. Die 4 neuen. Und vorn hoffen sie natürlich auf den tollen Sturm der letzten Woche, Aichinger und Beimaum. Markus Anfang vertraut der Elf, die auch gegen Wien Wiesbaden begonnen hat. Stefan Kutschke mit Maske, gebrochene Nase. Ansonsten das vertraute Bild bei der Startelf mit der Viererkette, mit Paul Will im defensiven Mittelfeld, Meyer Conte auf den Außen und eben Stefan Kutschke davor. Das Stadion ausverkauft zum ersten Mal in der Liga. 10.134 und die Fanfreundschaft zwischen dem FSV und Dynamo. Sie wird bereits vor dem Anpfiff gefeiert. Die Gastgeber ganz in Rot mit Gomez, der US-Amerikaner. Ball flippert rein und dann ist es Park fast mit dem frühen Eigentor. Und hier sehen wir, wie knapp das war. Nach 4 Minuten fast ins eigene Netz. Zwickau presst hoch. Knipping nimmt Hauptmann mit. Der verliert den Ball. Wieder Gomez, der 21-jährige US-Amerikaner. Guter Schwenk an Lewald vorbei. 18 Meter, Drejaccia ist da. Dresden ja nach diesem Sieg gegen Wiesbaden erst zum zweiten Mal in dieser Saison auf einem direkten Aufstiegsplatz. Schöne Hereingabe von Hauptmann, aber Meyer kommt da den einen Schritt zu spät. Brinkis ist unten und kann den Ball problemlos aufnehmen. Ja, nach 10 Minuten hat Stefan Kutschke genug von seiner extra angefertigten Maske. Freie Sicht statt Nasenschutz und kurz darauf sieht dann Niklas Hauptmann gelb. Die 10. Gelbe im drittletzten Spiel und die geht auch in Ordnung nach dem Foul von Schrötter. War derjenige, der gefoult worden war. Er fehlt also dann beim Auswärtsspiel in Mitte. Auf der anderen Seite macht Jansen schnell. Schöne Verlagerung auf die linke Seite. Gomez, Baumann und auch Knipping da fast mit dem Eigentor. Kommt da gerade noch so dazwischen in diese lange Grätsche von Baumann. Kommt an den Ball und Drejaccia war aber auch schon auf dem Weg in die andere Ecke. Kuriose Szene. Zwickau hält hier richtig gut gegen. Anschließende Ecke für die Männer aus Zwickau und Dominik Baumann. Aslan in der Szene, viel zu weit weg. Dominik Baumann, heute ein Sieg von Zwickau. Es wäre das erste Mal des FSV, dass sie zweimal hintereinander in dieser Saison gewinnen. Wäre nötig, um zumindest noch ein bisschen hoffen zu können. Ein munterer Kick in der ersten Viertelstunde. Conte rauscht das mal vorbei. Kutschke mal ganz ungewohnt da draußen. Meyer und Hauptmann, Pfosten! Schon ein bisschen überraschter. Niklas Hauptmann, letzte Woche ja mit seinem Tor zum 2:1 gegen Wien Wiesbaden. Sein erster Treffer nach der Rückkehr. Brinkis auf dem Weg in die andere Ecke, wäre dann nicht mehr rangekommen. Da sieht Park nicht gut aus. Aichinger kann die Flanke setzen und wieder ist es Dominik Baumann. Er gewinnt das Kopfballduell zwischen Lewald und Knipping und das mit nur 1,78. Er hat einfach ein perfektes Timing, zum Ball zu gehen. Tolle Aktion. Aichinger mit der Flanke und Dominik Baumann mit diesem gefährlichen Kopfball. Meyer. Conte. Aslan, ein Tick zu weit. Kommt aber noch mal ran. Setzt die Flanke. Und Davy Frick ist drin.
Dann Verletzungspause, weil einer der Zwickauer behandelt wird. Markus Anfang gar nicht zufrieden mit der noch fehlenden Dominanz. Niklas Hauptmann aus der eigenen Hälfte. Was für ein Lauf, was für ein Sprint. Hinaus auf Conte. Und der Ball wieder vor den Füßen von Hauptmann. Brinkis, Hauptmann, Tor! Dynamo, Niklas Hauptmann nach 34 Minuten. Aus der eigenen Hälfte trägt er den Ball nach vorn und dann schiebt er ihn im zweiten Versuch über die Linie. Zweites Saisontor von Hauptmann. Frick versucht zu klären mit der Hacke, aber legt ihn nur noch umso besser dann Hauptmann vor die Füße. Niklas Hauptmann, dessen Bruder ja aufsteigen wird in die dritte Liga. Marius Hauptmann, der ja mal in Zwickau gespielt hat mit Lübeck. Nächstes Jahr Liga 3. Er hier, er will natürlich nicht mehr dritte Liga spielen, wie auch die Männer da draußen auf der Bank um Trainer Markus Anfang. Alle sind sie aufgesprungen und feiern die Führung. Weiter Dynamo. Meier, erster Versuch und der zweite Brinkis. Dresden, starke Rückrunde. Sie hatten ja 10 Punkte im Winter noch Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Nächste Riesenchance, Conte auf Kutschke. Ganz breite Brust jetzt bei den Schwarz-Gelben. Brinkis auf der Linie, wird er zur Zwickauer Mauer. 2 Minuten noch bis zur Pause. Wieder Hauptmann. Ball rauscht so knapp am Tor vorbei, ist auch noch leicht abgefälscht. Brinkis macht die Ecke aber unten zu mit seiner Haut. Intensives Spiel, spannend für die Zuschauer. Hauptmann durch 3 hindurch, als gäbe es die gar nicht. Nochmal raus, Kutschke. Ja, der feine Fuß ist da gefragt, statt Kopfballmonster, was er ja so sehr gut kann. Toll vorbereitet, einmal mehr von Niklas Hauptmann, der das bislang einzige Tor hier in dieser Partie erzielt hat. Wieder ist er der Ausgangspunkt. Im Fallen hinüber auf Conte. Der kann Tempo erzeugen. Conte, noch ein Haken. Was macht er? Noch ein Haken. Wo geht der Ball hin? Da ist doch keiner. Im Positiven würde man sagen, er spielt sehr mannschaftsdienlich. Und man sieht natürlich nicht nur im Dresdner Block, überall verteilt Schwarz-Gelb und Rot. Halbzeit in Zwickau 1-0. Dynamo damit weiter auf dem Aufstiegsplatz. Zwickau im Augenblick abgestiegen. Rein in die zweite Hälfte. Zunächst keine Wechsel. Kutschke. Conte holt sich die Kugel zurück. Nochmal hinüber. Schön freigelegt. Da ist keiner. Arslan. Also sie sammeln Torschüsse, die so 20, 30 Zentimeter am Pfosten vorbeirauschen. Diesmal der Schuss von Ahmed Arslan. Toll vorbereitet, einmal mehr von Christian Conte. Ahmed Arslan, 22 Saisontore hat er schon erzielt, der Topscorer der Liga. Gute Stunde vorbei. Meier gewinnt das Laufduell. Nimmt Kutschke mit. Flanke sitzt, Christian Conte. Gegen einen, gegen zwei, gegen wen denn noch? Gegen den Pfosten! Der Ball will einfach nicht rein. Christian Conte, dreimal hat er getroffen in dieser Saison. Hier war er ganz, ganz nah an seinem vierten Treffer. Der Ball, der streicht noch ganz zart auch am Pfosten. Aber er ist eben nicht drin. Es bleibt so knapp. Dresden weiter nur 1-0 vorn. Gomez. Gut geöffnet. Borkowski holt sich den Ball zurück. Der ist inzwischen eingewechselt, wie auch Lemmer. Und Kutschke steht da irgendwie ein bisschen im Weg. Und dann mit der Pike versucht das Dennis Borkowski. Dieser Doppelwechsel, den gab es ja auch letzte Woche schon. Conte und Meier raus, dafür Borkowski und Lemmer. Und die bringen sofort Schwung mit hinein ins Offensivspiel der Dresdner. 20 Minuten noch, Zwickau eher selten im Dresdner 16er. Jetzt sind sie mal wieder da. Baumann. Sehr ballsicher, gut gelöst, den freistehenden Jan-Marc Schneider sieht er. Der allerdings trifft den Ball nicht wirklich gut.
Das ist Jakob Lemmer. Im 1-1 ist er einfach so stark. Rückpass. Aslan. Ja, den wollte er. Ganz frech. Hinten ins lange Eck lupfen. Trifft ihn aber nicht perfekt und dementsprechend die Chance auch dahin. Freistoß, Aslan. Kutschke legt in die Mitte auf. Knipping. Tim Knipping, der Kapitän, in die Arme des Kapitäns Kollegen von Brinkis. Ja, beide Teams inzwischen mit einigen frischen Kräften. Paul Will schön durchgesteckt von Aslan auf Lemmer. Ja, nicht optimal aufgelegt. Und Markus Anfang sieht natürlich, wie schon gegen Wiesbaden, diese vielen, vielen vergebenen Chancen. Es steht nach wie vor nur 1-0. 77. Minute. Zwickau kommt jetzt langsam. Aber man klaut sich zunächst den Ball und sie kommen schon wieder. Gomez, Außenriss, schön aufgelegt. Kopfball von Schneider. Lewald ist dabei. Und das war richtig knapp. Fliegt da rein, nur 20 cm über den Querbalken. Und Zwickau denkt hier gar nicht dran, aufzugeben. Ja, schießen sie hier zwei Tore, dann ist eben alles noch offen. Gomez und Lewald fälscht ab. Dreyatscha war schon auf dem Weg in die rechte Ecke. Es ist so spannend. Yannick Vogt immer wieder auf der linken Seite mit sehr, sehr viel Platz nach seiner Auswechslung, seiner Einwechslung. Zwickau drückt weiter. Dresden kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. Burkowski bleibt hängen gegen Jansen. Mensah! Und Knipping blockt vor Dreyatscha. Nochmal. Frick. Dresden komplett in der Defensive gebunden. Davy Frick, der längst mit nach vorne gekommen ist. Kein Foul bei dieser Aktion gegen Paul Will. Knipping das erste Mal. Dann steht Frick auch nicht im Abseits, weil Knipping eben nicht schnell genug rausläuft. Und dann Schneider und Knipping. 90. Minute. Ecke von Zwickau. Ball geblockt. Nochmal Vogt. Wieder ist es Knipping. Dresden zittert, aber sie liegen eben noch vorn. Rein in die Nachspielzeit. Brinkis ist mit vorn im Strafraum der Dresdner. Park, einfach mal von Brinkis, das Tor ist leer. Burkowski, Akoto und natürlich steht Scheffler da am Abseits. Warum macht er das? Wäre die Entscheidung gewesen. Damit nochmal, Ballbesitz für Zwickau. Markus Anfang hält es natürlich längst nicht mehr auf seinem Stuhl. Erneut geht Johannes Brinkis mit nach vorn. Davy Frick aus der Dreierkette natürlich längst auch. Nochmal kurz gespielt. Jetzt der lange Ball hinein in den Strafraum. Rausgeköpft. Vogt ist da. Nochmal hinein. Auf Brinkis. Scheffler bei ihm. Ist das der letzte? Hohe Ball, der reinfliegt in diesem Spiel. Der Kopfball. Er geht drüber. Und dann ist Schluss. Das Spiel ist aus. Zwickau am Boden, Dresden gewinnt mit 1-0, bleibt auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und der FSV Zwickau ist damit abgestiegen. 6 Jahre dritte Liga, jetzt geht's in die Regionalliga. So bitter, der letzte Funken Hoffnung, er ist dahin. Ich bin natürlich unheimlich traurig, ganz klar. Fakt ist eins, dass wir abgestiegen sind. Fakt ist aber auch eins, dass wir nicht heute abgestiegen sind, sondern es war schon ein Jahr, wo wir dann haben auch zu viel liegen lassen insgesamt. Es wäre dennoch möglich gewesen. Der Sommer war ein bisschen unruhig, das weiß ich schon. Aber wir Spieler haben es dann in erster Linie dann nicht geschafft,
die Klasse zu halten. Das steht da jetzt schon fest, dass es nicht sein wird. Und für den Moment tut das natürlich unfassbar weh. Letztlich muss man schon sagen, dass die Qualität halt nicht in allen Bereichen dann so gereicht hat, dass man hier permanent konkurrenzfähig ist. Man hat gesehen, dass wenn wir an die 100% gekommen sind, dass wir in vielen Spielen konkurrenzfähig waren. Aber letztlich hat es dann eben über die volle Distanz dann eben nicht gereicht. Dann ist das einfach dann auch, sage ich, wenn man eben so kurz vor Ende immer die Spiele verliert, dann auch ein Stück weit eine fehlende Qualität. Und die Tabelle lügt halt nicht. Ausgerechnet Dynamo schickt Zwickau in die vierte Liga. Die Verbundenheit der Vereine auch nach dem Spiel groß. Nach einer Partie, die Dresden denkbar knapp gewinnt. Ich glaube, dass wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben. Wir hätten zweite, dritte, vierte Tor nachlegen müssen normalerweise. Und dann zitterst du bis zum Schluss. Das Positive ist, wir haben zu null gespielt. Wir haben das Spiel gewonnen. Aber ich finde, dass wir nach vorne hin dann wesentlich effektiver sein können. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Ich glaube, wenn man das Ergebnis sieht, dass wir hin die Null gehalten haben. Ich glaube, wir haben konzentriert gespielt. Hinten, gut, kannst du nicht alles wegverteidigen. Zwickau spielt mit langen Bällen und großen Spielern. Dass da mal einer durchrutscht, ist normal. War hinten raus auch tatsächlich spannend, weil es wir aber auch selbst spannend gemacht haben. Also das hätten wir auf jeden Fall ruhiger haben können, wenn wir konsequenter auch in der zweiten Halbzeit unsere Chancen ausspielen. Zwickau ist abgestiegen. Fanfreundschaft hat man hier auch schon den ganzen Tag sehr gespürt. Ein bisschen Mitleid. Ja, natürlich, weil wir verlieren einen Verein aus der Region, der den Gang irgendwo in die Regionalliga antreten muss. Und was hier in den letzten Jahren mit den Mitteln, das muss man betonen, erreicht wurde, davor muss man seinen Hut ziehen. Und die Stimmung war schon seltsam, ja, aber das zeigt auch irgendwo dann den Respekt gegenüber dem Verein, egal ob das Fanfreundschaft oder nicht ist, den Respekt soll man aufbringen. Stefan Kutschke mit Maske gestartet, mit Loch im Spann. Man sieht's hier, geht's nach Hause. Ein Stollen von Susacs Fußballschuh hatte sich in Kutschkes linken Fuß gebohrt. Das Loch muss genäht werden. Der Einsatz des Mittelstürmers ist also fraglich. Beim letzten Auswärtsspiel der Saison am nächsten Montag in Meppen.